Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich weiß gar nicht, was jetzt schon wieder los ist. Es ist gerade wirklich ein sehr schlechter Start in ein Video. Ich habe 2 Anläufe bis jetzt gebraucht, um ein sehr schwieriges Thema anzusprechen. Und ich habe mich mental gerade wirklich bereit dazu gefühlt, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wann ich das hochladen werde, aber überhaupt erstmal so mich hier vor eine Kamera zu setzen. Und meine Kamera ist ausgestiegen. Es ist, als sollte ich nicht darüber reden, aber ich werde darüber reden. Ich werde euch unsere Geschichte erzählen, was uns in den letzten Tagen passiert ist. In diesem Video möchte ich euch erzählen, was uns in der letzten Zeit passiert ist, was absolut schrecklich war, was uns auch in vielerlei Hinsichten irgendwie einmal komplett aus allem rausgerissen hat. Und ja, ich glaube, ich persönlich bin auch jetzt gerade noch in so einer Phase, dass das immer noch nicht alles 100% angekommen ist und ich noch so einfach, es fühlt sich alles durcheinander an. Ich merke, dass ich weiß nicht, ob das kurzfristig ist, also nur für jetzt oder für dauerhaft verändert habe. Ich absolut planlos bin, weil alle Sachen, die wir irgendwie schon länger oder kürzer, also längerfristig oder kurzfristig irgendwie geplant oder uns vorgestellt hatten, alles sich komplett geändert hat. Und ja, ich auch so ein bisschen merke, dass ein Zustand bei mir eingetreten ist, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich den irgendwie erreichen kann. Ich habe nämlich innerlich absolut keine Motivation, und zwar zu gar nichts, was in der Situation, in der wir uns befinden, zwar in Ordnung ist und auch so sein darf, aber mich das sehr, sehr schockiert, weil ich das von mir nicht kenne. Also ich bin eigentlich voller Energie. Ich mache gerne Dinge, also egal ob beruflich, privat, irgendwie sowas. Also ich bin wirklich sehr gern tun und machen. Ich bin gerne viel beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von mir den Satz gehört habt, wenn ich keinen Stress habe, macht mich das nervös. So habe ich gelebt, so war ich drauf und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich war oft an vielen Tagen einfach völlig fertig, weil ich einfach viel zu viel gleichzeitig gemacht habe. Aber das war so trotzdem der richtige Weg für mich. Und jetzt ist es so, ich habe keine Motivation, irgendwas zu machen. Also für mein Studium, arbeiten gehen, mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, Freunden oder sowas, überhaupt irgendwas zu unternehmen. Ja, und auf der anderen Seite ist dann Karl da, der natürlich trotzdem gerne ein schönes Leben haben möchte. Und ja, also mit dem ich natürlich oder wir natürlich trotzdem alles so gut wie es geht weiter irgendwie machen wollen und werden, zum Beispiel auf den Spielplatz gehen oder sowas. Aber ich denke, ich muss erstmal von vorne anfangen, damit du überhaupt wisst, was der Punkt ist. Und ja, es fällt mir echt mega schwer, aber ich denke, es wird mir jetzt helfen, wenn ich darüber reden werde. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit, es ist schon ein ganzes Stück, beschlossen, dass wir gerne noch ein Kind haben möchten, was wirklich eine ziemlich krasse Sache war, dass wir uns dafür entschieden hatten, weil ich mir eigentlich immer sicher war, dass ich nur ein Kind möchte. Und ich spreche jetzt auch nur für mich, also ich habe zwar mit Tim ja über alles auch gesprochen, aber ich möchte jetzt hier nicht seine Gedanken oder seine Position da irgendwie erläutern, um da in dem Fall jetzt irgendwas vielleicht falsch zu sagen oder falsch auszudrücken. Also ich spreche jetzt nur von mir so. Für mich war das halt eigentlich
schon aus der Welt, so die ganze Sache. Aber irgendwie war dann so in mir dann doch dieser Gedanke so, vielleicht wäre es doch gar nicht so schlecht. Jedenfalls waren wir an einem Punkt, wo wir es uns wirklich gewünscht haben und auch fest davon überzeugt waren, dass wir das gerne nochmal in Angriff nehmen wollen und wir wirklich auch 100% hinter dieser Entscheidung standen. Und also haben wir das versucht und es hat tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schnell geklappt. Und das war ziemlich krass. Also wir haben uns mega dolle gefreut. Der Punkt ist, dass ich jetzt im Nachhinein, und wenn ich jetzt so darüber spreche, könnt ihr euch sowieso schon denken, was passiert ist, aber ich werde es euch gleich nochmal erzählen. Jetzt im Nachhinein, ich tatsächlich sagen kann, dass es nicht diese 100%ige bedingungslose Freude bei mir war, weil immer so ein kleines bisschen Angst dabei war, unbegründet. Ich hatte immer die ganze Zeit Angst, dass irgendwas schief geht und ich weiß nicht, warum diese Angst da war. Bei Karl hatte ich das absolut nicht. Da war ich, also da habe ich keine Sekunde auch nur an irgendwas Schlimmes gedacht. Ich habe mich einfach nur gefreut und so weiter. Da war keine Angst, keine Bedenken, kein Nichts. Und jetzt gab es gar keinen Grund dafür, zumal die erste Schwangerschaft absolut ja, positiv verlaufen ist. Und trotzdem war die ganze Zeit so eine kleine Angst da, die jetzt aber nicht so krass war, dass ich irgendwie dadurch eingeschränkt wurde oder sowas oder dass ich die ganze Zeit irgendwie nicht klar kam. Sie war einfach nur so da und ich habe auch oft nicht daran gedacht, dass sie da war. Ich habe darüber auch ehrlich gesagt nicht wirklich gesprochen, weil ich wollte jetzt auch Tim nicht verunsichern oder sowas, nur weil ich irgendwie da plötzlich so komische Gedanken habe. Aber ich glaube, dass das auch normal ist, dass man sich beim zweiten, also bei der zweiten Schwangerschaft mehr Gedanken macht als bei der ersten, wenn bei der ersten alles geklappt hat und man da noch so 100% ganz locker an alles rangegangen ist, weil man halt das überhaupt noch nicht wusste, wie es ist und bei der zweiten Schwangerschaft das dann auch irgendwie so mit der ersten vergleicht oder sowas. Jedenfalls war auch am Anfang alles gut, alles super, die Entwicklung und so weiter, bis ich dann eine Auffälligkeit beobachtet habe, die ich auch sofort abchecken lassen habe und mir gesagt wurde, es ist nichts Schlimmes. Das ist in Ordnung, wenn das so auftritt, das kann passieren, alles gut. Und das hat in mir trotzdem nochmal diese Angst jetzt dann ein bisschen verstärkt, aber auch immer noch nicht übertrieben, bis dann, ich war halt einfach nur vorsichtig und sowas, bis dann das Ganze sich noch ein bisschen verschlimmert hatte und ich dann, ja, ins Krankenhaus gefahren bin, weil es also zu einem Zeitpunkt war, wo ich gar nicht zu meiner Ärztin hätte gehen können, weil die da nicht offen hatte. Und selbst wenn, wäre ich wahrscheinlich trotzdem ins Krankenhaus gefahren, weil ich da schneller dran komme. Und es für mich in dem Moment schon sehr, sehr wichtig war, schnell da irgendwie alles kontrollieren zu lassen. Und zum anderen, ich jetzt auch im Nachhinein sagen kann, dass ich der Technik meiner Frauenärztin, also speziell dem Ultraschallgerät, nicht mehr vertraue, weil das einfach nicht mehr so das Neueste ist. Und ich auch bei vorherigen Untersuchungen dort, die jetzt einfach nichts mit Schwangerschaft, sondern ganz normal mein Gesundheitszustand, also ich kann das ja auch kurz erläutern, ich hatte eine Spirale und die muss ja regelmäßig abgecheckt werden und bei den Untersuchungen der Spirale, bei diesen Routineuntersuchungen, habe ich das Ultraschallbild auch gesehen. Und ich hatte aber auch in dem Zusammenhang Untersuchungen im Krankenhaus. Und da habe ich auch das Ultraschallbild gesehen. Und dieser Vergleich, wie hochwertig das Bild ist, wenn das Gerät wesentlich neuer ist, ist natürlich krass. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hinaus wollte. Jedenfalls vertraue ich jetzt im Nachhinein tatsächlich älterer Technik nicht mehr. Ich möchte euch auch jetzt keine Angst machen, wenn eure Frauenärztin irgendwie ein älteres Ultraschallgerät hat. Ich weiß nicht, wie das bei meiner ersten Schwangerschaft war. Da hatte die Frauenärztin auch einfach irgendein Ultraschallgerät und es war in Ordnung. Ich habe da jetzt nicht irgendwie
da mich schlecht aufgehoben gefühlt oder so. Jedenfalls bin ich aber ins Krankenhaus gefahren, um alles abchecken zu lassen. Und als mir Blut abgenommen wurde, wurde festgestellt, dass dieser Wert, dieser HCG-Wert des Schwangerschaftshormons nicht so hoch ist. Was aber immer noch kein Grund ist, sich irgendwie Sorgen zu machen, weil dieser Wert, also das kann halt sein, dass der nicht so hoch ist. Dann gibt man Progesteron, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber dann gibt man irgendwas. Und dann steigt er nochmal ein bisschen an und dann ist alles gut. Und der Punkt ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gar keine Übelkeit oder so. Und in der ersten Schwangerschaft hatte ich wirklich sehr zeitig und dann auch sehr, sehr lange und 24/7 Übelkeit. Und jetzt ist halt gar nicht. Und das ist mir schon aufgefallen so. Das hat, ich habe eigentlich nur jede Sekunde darauf gewartet, dass diese Übelkeit losgeht. Einfach als Bestätigung für mich, dass alles normal ist. Aber die Übelkeit kam nicht. Und ich hatte zum einen die Hoffnung, dass sie halt einfach nicht kommt, weil jede Schwangerschaft ist anders. Und es kann ja auch zum Beispiel sein, dass einem, wenn man ein Mädchen erwartet, schlecht wird und wenn man einen Jungen erwartet, nicht oder andersrum und so. Deswegen, ich habe also mir da auch nicht so die Gedanken gemacht, aber als ich gehört hatte, dass der Wert nicht so hoch ist, dachte ich mir so, okay, alles klar, dann weiß ich auch, warum die Übelkeit noch nicht da war, weil der Wert noch nicht hoch genug war. Und wenn ich jetzt dann Progesteron bekomme, was die dann auch gesagt hat, dass man das machen kann, was ich mir eigentlich auch erwünscht oder erhofft hätte im Rückwirkend, dass das meine Frauenärztin mir gleich bei dieser ersten Untersuchung da gegeben hätte, als ich da hingefahren bin, um das erste Mal abchecken zu lassen, ob alles gut ist. Jedenfalls, dann war das in meinem Kopf wieder so, okay, alles klar, ich krieg das bestimmt gleich dann verschrieben und dann wird alles gut, die Übelkeit wird kommen, aber das halten wir aus, alles wird gut und ja. Dann wurde aber noch eine Ultraschalluntersuchung gemacht, logischerweise, und bis eine Sekunde vor der Ultraschalluntersuchung war wirklich bei mir alles in Ordnung. Ich war halt optimistisch und wieso sollte ich irgendwas Schlimmes denken oder wisst ihr, was ich meine? Weil bis jetzt war alles, was halt nicht unbedingt normal ist, also alle Sachen, die aufgetreten sind, zum Beispiel das mit diesem HCG-Wert, war aber trotzdem noch nicht so besorgniserregend, dass man Angst haben hätte müssen, sondern sowas kann halt auch auftreten, wenn alles gut ist und fertig so. Und aber dann habe ich mich da auf diese Liege gelegt für den Ultraschall und ich habe mich plötzlich richtig schlecht gefühlt. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich hatte plötzlich, also jetzt nicht körperlich, sondern ich habe einfach so ein ganz schlechtes Gefühl gekriegt. Und das hat sich dann natürlich auch bestätigt, als die Ärztin dann ewig einfach nichts gesagt hat und einfach nur geguckt hat auf diesen Bildschirm. Und das Problem ist, also ich konnte nicht so richtig sehen, was da war, weil sie hatte sich den Bildschirm natürlich so gedreht, dass sie das gut sehen konnte. Und ich habe das so ein bisschen von der Seite gesehen, aber ich konnte darauf jetzt nicht irgendwas erkennen. Ich meine, ich bin kein Arzt und so weiter. Also ich habe aufgrund dessen noch nicht irgendwie was mitgekriegt, aber einfach so dieser Punkt, dass sie so lange da einfach nur auf diesem Ultraschallbild da hin und her guckt und einfach nichts sagt, das war für mich schon so, ich wusste, irgendwas stimmt nicht und ich kann das nicht beschreiben. Es war einer der schrecklichsten Momente, dieses Unwissende und eine Sekunde, bevor du eine schlechte Nachricht erfährst sozusagen und du weißt, dass du gleich etwas nicht Gutes gesagt bekommst, weil wäre alles gut, hätte sie sofort gesagt, okay, Entwarnung, alles super, ich gucke mal das jetzt nochmal aus der Nähe an, so, aber sie müssen sich erstmal keine Sorgen machen. Aber das konnte sie nicht sagen, ja, weil kein Herzschlag mehr zu sehen war. Und der war zu sehen, vorher bei der Frauenärztin. Und da, wo als noch alles gut war. Und ja, jetzt war kein Herzschlag mehr zu sehen. Und ich bin innerlich in der Sekunde total zusammengebrochen. Also ich habe da auch auf dieser Liege schon angefangen mit Weinen und war völlig fertig und alles. Und die hat dann auch mal die Oberärztin gerufen, die das dann auch noch mal abgecheckt hat und bestätigt hat. Und dann meinten die, ja, wir gehen jetzt gleich nochmal rüber und besprechen jetzt, wie es weitergeht. Und es war, also ich weiß nicht,
Das war für mich wirklich, es war so, so schlimm. Und ja, dann fing das eigentlich an, alles noch schlimmer zu werden. Mir wurde dann das weitere Vorgehen erklärt und ich habe gesagt, ich möchte sofort notoperiert werden, weil ich das mental sonst überhaupt nicht mehr irgendwie hingekriegt hätte, damit klarzukommen. So, ich musste dieses Kapitel, das klingt so hart, aber ich musste es so schnell wie es geht abschließen, weil ich kann nicht einfach, also ich konnte dann einfach nicht weiter existieren und nichts tun und einfach nur wissen, was passiert ist und es nicht, also und einfach nur da sitzen, abwarten oder keine Ahnung. Ich konnte, ich musste aus dieser Situation raus und die haben mir das natürlich auch angeboten, also eine Operation halt sozusagen und vor allem halt auch so schnell wie möglich. Es ging nicht sofort, also nicht, ich hätte nicht in der Sekunde dann gleich irgendwie in OP gehen können, weil die gerade eine große OP da in dieser gynäkologischen Station da gerade eine geplante große OP angefangen haben, haben mir aber gesagt, wie, auf wie viele Stunden die angesetzt ist, das war auch nicht so lange und haben gesagt, ich kann dann also nochmal nach Hause fahren, meine Sachen holen und dann wiederkommen, also wenn diese große OP vorbei ist. Und dann gucken wir, dass ich so schnell wie möglich operiert werde, wenn noch irgendwie Notfälle reinkommen, Autounfälle, was weiß ich, dann werde ich dann ein bisschen nach hinten verschoben. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung gewesen, weil wenn ich einen Autounfall habe, möchte ich auch, dass ich zuerst operiert werde. Und das ist, also das ist für mich auch völlig okay. Wenn da ein dringender Notfall reinkommt, dann sollen sie denjenigen da erstmal das Leben retten, bevor ich dann da dran bin. Und dann bin ich halt nochmal nach Hause gefahren und es war wirklich, ich war absolut nicht anwesend geistig. Also ich hatte Tim dann noch angerufen und er meinte, er will mich eigentlich nicht nach Hause fahren lassen. Ich habe gesagt, ich kriege das jetzt hin, alles wird gut. Das war so, es war richtig komisch. Ich habe die ganze Fahrt über geheult. Ich bin, also ich war schon in der Verfassung, also ich habe niemanden irgendwie gefährdet, so wie ich da gefahren bin, aber ich war wirklich so, weiß ich nicht, ich bin die ganze Zeit so 30 gefahren und es hat sich alles so, so falsch angefühlt, einfach so zu existieren und einfach nur da zu sein und aber zu wissen, was eigentlich gerade ich gesagt bekommen habe und so. Es war auf jeden Fall, es war sehr, sehr schlimm. Ich war dann halt kurz zu Hause, habe meine Sachen gepackt. Ich wusste überhaupt nicht so richtig, was mit mir abgeht. Also das war so, ich war total neben der Spur, habe irgendwas eingepackt. Dann hat Tim mich wieder hingebracht und ja, es war für ihn natürlich auch sehr, sehr schlimm. In der Sekunde hat er mir aber, also er hat es glücklicherweise in der Sekunde mir jetzt nicht so sehr gezeigt, wie schlecht es ihm auch damit geht. Weil sonst hätte mich das, glaube ich, noch mehr fertig gemacht. Aber ich wusste das natürlich. Ja, und er hat mich halt hingefahren und ich wurde dann stationär aufgenommen. Und dann war es halt so, dass die OP, also die da vorher halt stattgefunden hatte, war vorbei, aber dann kamen halt noch irgendwelche Notfälle rein und so, was kein Problem war, aber ich wurde im Endeffekt halt nicht irgendwie so gegen 19 Uhr operiert, sondern kurz nach 23 Uhr und hatte dementsprechend noch mehrere Stunden, wo ich da auch alleine in meinem Zimmer lag und völlig fertig war. Irgendwann, also ich hatte irgendwann keine Kraft mehr zu weinen. Dazu kam, dass ab der Sekunde, wo ich mich entschieden hatte, sofort operiert zu werden, ich ja auch nichts mehr essen und trinken durfte. Und ich körperlich so am Ende war. Ich hatte dann so starke Kopfschmerzen irgendwann von dem Weinen und von dem seit irgendwie Mittag nichts mehr getrunken und alles. Die haben mir dann irgendwann so einen Zugang gelegt, damit ich über so einen, na, über so ein Ding in so einen Tropf da versorgt werde, damit ich nicht irgendwie noch vorher umklappe oder sowas. Ja, aber das war also diese Zeit, die ich da auf meinem Zimmer lag und über alles so zum ersten Mal nochmal so richtig nachgedacht habe, war für mich sehr, sehr, sehr schlimm. Und ich wusste überhaupt nicht so, wie es dann weitergehen soll, wenn ich nach Hause komme und alles. Und man hat sich halt dann plötzlich über alles so sehr Gedanken gemacht. Man wusste plötzlich so die ganze Planung, alles, was man so aufgestellt hatte. Ich meine,
wenn man einen Schwangerschaftstest, einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, dann kommt der Moment, dass man sich so denkt, okay, in 10 Monaten, wenn das Kind kommt, was machst du dann gerade beruflich, wie ist das mit der Elternzeit und so weiter. Und man macht sich über alles schon Gedanken, weil man will ja nicht einfach da so unvorbereitet rangehen. Und dass sich einfach alle unsere Pläne, alles, was wir uns so vorgestellt hatten, komplett in der Sekunde sozusagen erledigt hatte, das war zusätzlich zu dem ganzen Schock und der ganzen Trauer nochmal so eine Hilflosigkeit. Man war so in so einem Vakuum, so im Nichts, weil man konnte nichts an der Situation ändern. Man konnte in der Sekunde auch einfach nicht irgendwas, man konnte nichts tun. Man war einfach nur da und ich vor allem war da und wartete auf die OP. Mir ging es halt körperlich auch nicht so gut in dem Moment. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Und ich hatte in der Zeit zum Glück viel meine Ruhe, weil also ich hatte ein Einzelzimmer und es kam auch fast niemand so rein, weil ich meine, ich musste ja noch nicht irgendwie unter Beobachtung stehen oder sowas. Da, also ich hatte einmal dann kurz so ein Gespräch mit der Anästhesistin, so, aber ansonsten war ich da wirklich ganz alleine, was in dem Moment halt auch gut war, aber zum anderen auch schrecklich, weil ich zum Beispiel auch Tim vermisst habe, aber er sich natürlich um Karl kümmern musste und sowas. Jedenfalls war dann die OP und mir ging es ehrlich gesagt nach der OP körperlich besser als vorher. Das klingt richtig krass, weil ich hatte schon mal eine OP unter Vollnarkose, war danach völlig fertig, weil es für den Körper natürlich anstrengend ist. Und jetzt war das aber so, dass die Vollnarkose mich irgendwie so richtig mich erholen lassen hat. Ja, und zusätzlich auch noch auf mein Gehirn irgendwie die Wirkung hatte, dass ich nicht großartig nachgedacht habe. Also ich kam wieder von der OP, als ich dann irgendwann wirklich wieder vollkommen aufgewacht war und so, war dann auf meinem Zimmer und habe die ganze Situation nicht weiter überdacht, so wie es halt vorher so war. Also ich habe nicht mehr weiter irgendwelche Sorgen gemacht, irgendwelche Gedanken oder sowas. Ich war halt einfach noch so ein bisschen, noch nicht so ganz da, aber an sich schon wach und alles. Und ich konnte dann auch zum Glück direkt einschlafen, weil mein Körper natürlich völlig am Ende war, trotz dessen, dass ich halt vorher, also es mir vorher schlechter ging als danach. Und so richtig wieder kam das alles am nächsten Morgen, als ich das erste Mal Menschen gesehen habe, die nicht irgendwie eine Krankenschwester war, die mit mir da zur Toilette gegangen ist, um zu gucken, dass ich nicht umklappe oder sowas. Das war dann, als es Frühstück gab und dieser Mensch da mit dem Essen da kam und meine Tür, also von dem Zimmer halt offen stand und da 1000 Leute in dem Gang waren und ich so mitgekriegt habe, okay, du bist nicht allein auf dieser Welt, da sind überall Menschen und das hat mich sehr, sehr gestresst und es war auch so, ich weiß nicht, ab der Sekunde war alles wieder da und ja, es war absolut nicht leicht und ich wollte dann aber auch da weg, ich wollte nach Hause, Tim hat mich abgeholt, ich war sehr froh, dass ich dann wieder zu Hause war, ich war aber also wegen Karl auch so, er hat mich sofort zu Hause abgelenkt, also ich weiß es nicht, das war so schön ihn zu sehen, ich habe mich so sehr gefreut und gleichzeitig wurde es mir so richtig noch mehr, viel mehr bewusst, wie froh ich sein kann, dass ich Karl halt habe und dass bei Karl alles so gut verlaufen ist. So. Aber dann war gleichzeitig auch wieder dieses, ja, es hätte genauso noch mit Nummer 2 laufen können, ist es aber nicht. Und das Ganze ist jetzt auch vorbei. Und ich weiß nicht, es war also gleichzeitig wunderschön, bei Karl wieder zu sein und gleichzeitig auch richtig schrecklich so. Aber insgesamt kann ich halt sagen, dass es mich wirklich, dass mir wirklich sehr, sehr hilft, dass ich dann viel mit Karl zu Hause war, dann die Tage danach. Und dass halt auch Tim die ganze Zeit da war. Ich meine, ihm ging es auch nicht gut, ja. Und ich habe mir auch um ihn Sorgen gemacht und habe mich auch um ihn gekümmert. Und er war auch krankgeschrieben deswegen und sowas. Aber das war halt auch wiederum gut, dass wir uns dann da viel unterhalten konnten, dass wir uns überhaupt einfach hatten und wir haben gemerkt, wie sehr uns das auch nochmal irgendwie zusammengeschweißt hat, wie
wie sehr wir uns einfach nochmal bewusst geworden sind, wie froh und dankbar wir sind, dass wir uns haben, also sowohl uns zwei als auch halt Karl und sowas. Also das ist halt einfach so eine Ausnahmesituation, was da passiert ist. Und da wird einem alles, was man halt hat, das lernt man dann noch viel, viel mehr zu schätzen. Und wir sind also wirklich, ich habe das noch nicht komplett verarbeitet, absolut nicht. Ich bin wirklich noch da so in diesem, ich muss jetzt irgendwie erstmal wieder in meinen Alltag zurückfinden, um das dann Stück für Stück irgendwann zu verarbeiten, weil ich bin so absolut motivationslos. Ich glaube, das hatte ich ja schon gesagt. Ich bin so voll raus aus allem, was mir jetzt natürlich direkt danach sehr gut getan hat. Ich habe ich habe nichts für die Uni gemacht, weil ich krankgeschrieben bin. Ich war nicht arbeiten. Ich habe generell alle gesellschaftlichen Verpflichtungen abgesagt. Ich habe nichts getan, außer dass ich halt mit Karl und Tim zu Hause war und dafür gesorgt habe, dass wir alle immer zu essen haben und dass Karl an die frische Luft kommt und sowas halt. Aber ansonsten habe ich halt einfach nichts gemacht und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich mir natürlich jetzt noch ein bisschen Ruhe gönne und mich nicht sofort wieder in Arbeit stürze, irgendwelche Projekte beginne oder sowas. Aber andererseits muss ich den richtigen Moment finden, um wieder zurück in den ganz normalen Alltag zu kommen, weil sonst wird es, also wenn ich jetzt sage, das wird nie was, das wäre übertrieben, aber sonst habe ich Angst, dass ich da dann irgendwie gar nicht mehr reinkomme oder es mir halt wirklich sehr, sehr, sehr schwer fallen wird, wenn ich nicht jetzt lerne, mit diesem Verlust, mit dem, was passiert ist, sozusagen umgehen zu können, mit diesem Wissen, was war, trotzdem ganz normal irgendwann halt weiterzuleben und es einfach so alles, ja, das gehört zu meiner Geschichte dazu. Es ist so schrecklich zu sagen. Ja, aber das Wichtigste ist halt, dass wir irgendwann wieder einen ganz normalen Alltag haben und auch irgendwann wieder unter Leute gehen können. Also wir uns jetzt nicht komplett von allen Freunden und Verwandten so abschotten, was wir aktuell halt so machen. Ja, der Punkt ist, dass ich gerade selber merke und ihr vielleicht auch, dass ich irgendwie sehr, sehr sachlich damit gerade umgehen kann und irgendwie null emotional bin, was mich selber auch ein bisschen schockiert, aber andererseits ich die wirklich letzten Tage sehr emotional war und auch geweint habe und alles und ich jetzt plötzlich einfach nur noch diese Leere verspüre, diese ja, Demotivation in Bezug auf das normale Leben und dieses, ich möchte mich gesellschaftlich bitte ausgrenzen, ich möchte mit niemandem irgendwas zu tun haben und das ist das Einzige, was ich gerade so verspüre. Und ich merke aber auch, wie sehr mir das gerade geholfen hat, das alles nochmal auszusprechen. Ja, weil es mich dann hoffentlich zumindest ein kleines bisschen weniger belastet. Weil wenn man Dinge ausspricht, dann frisst man die zumindest nicht in sich hinein. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass hier irgendwie, also in ja, diese Art von Online-Videotagebuch von mir irgendwie festzuhalten, weil ich möchte nicht komplett alles aufgeben. Ich möchte mich nicht unterkriegen lassen. Ich möchte so schnell wie möglich, wie ich schon gesagt habe, zurück in meinen Alltag. Ich möchte gerne wieder alles ganz normal machen können, auch wenn nie wieder alles genauso wird wie vorher. Aber ich möchte einfach wieder irgendwann zurück in mein normales Leben und ich möchte auch sehr, sehr gerne einfach weiterhin so Videos machen, Sachen aus meinem Alltag filmen, so wie ich es bis jetzt auch gemacht habe und es mir wirklich viel, viel Spaß gemacht habe, weil es einfach absolut mein Ding ist so. Und damit ihr vielleicht versteht, warum wir jetzt so drauf sind, wie wir drauf sind, ist es auch, glaube ich, wichtig, dass ihr an unserer Story komplett teilhaben könnt, teilhabt. Ich weiß nicht, was in den nächsten Videos kommt.
Ich habe kurz bevor das passiert ist, als wir noch keine Ahnung von nichts hatten, einen Vlog angefangen, den ich bestimmt demnächst mal noch schneiden werde, falls das überhaupt genug Material für einen Vlog ist. Und den werde ich jetzt dann danach hochladen, wenn das vom Material her und Inhalt und sowas alles würdig für ein eigenes Video ist. Und dann wundert euch nicht, das ist halt wirklich noch von einer ganzen Weile, als alles noch in Ordnung war. Und wie es jetzt dann weitergeht mit Videos und allem überhaupt. Ich meine, wir wollten dieses Jahr heiraten, wir werden natürlich auch heiraten, aber es wird alles ganz anders verlaufen als gedacht und erst geplant. Und ich danke euch, wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt und euch unsere Geschichte angehört habt. Und es hilft mir wirklich. Ich fühle mich jetzt auch irgendwie nochmal viel, viel besser. Es ist so eine schreckliche Situation. Es ist so schlimm. Und ich weiß nicht, aber man muss irgendwas tun. Man muss irgendwas tun, um damit klarzukommen. Und mir hilft es, es auszusprechen. Und ja, ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch jetzt dazu sagen soll. An der Stelle möchte ich auch das Video beenden. Wie gesagt, wenn ihr das Video bis jetzt geguckt habt, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Und es fühlt sich so falsch an zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit.